Konnichiwa bei Kase Deutschland und herzlich willkommen zu unserem zweiten Video zu unserer neuen Manga-Action-Serie Black Torch. Habt ihr schon in den ersten Band reingelesen? Du wahrscheinlich schon. Falls ja, dann lasst uns doch ein paar Kommentare da und sagt uns, wie er euch gefallen hat. Und falls nicht, dann habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, bis 5. Juni in die Geschichte reinzukommen, denn da erscheint der zweite Band von Black Torch. Und wir wollen euch ja nicht allzu viel spoilern, aber wir haben ihn schon, den zweiten Band. Er kam gestern frisch aus der Druckerei und er kommt diesmal in einem knalligen Gelb und er ist übrigens genauso krass wie Band 1. So, und was passiert jetzt in Band 2? Jiro ist ja jetzt Mitglied der neuen Spezialeinheit Black Torch, die Jagd auf Mononoke macht. Und er bekommt zwei neue Teammitglieder. Eine, die kennen wir schon, das ist die Ichika, die taffe Kämpferin aus Band 1. Und Nummer 2 ist Reiji, ein ziemlicher Charmeur oder manche würden sagen ein totaler Schleimbolzen. Und es dauert gar nicht lange, dass Jiro und er sich total in die Wolle kriegen. Aber das ist gut für uns, denn in dem Duell, was die beiden dann austragen müssen, können wir dann sehen, wer von beiden die krasseren Superkräfte hat. Und wenn dann die Hierarchie im Team erstmal klar ist, dann beginnt auch die erste Mission von Black Torch. Bei der müssen allerdings Reiji, Ichika und Jiro erstmal ganz allein, jeder für sich, gegen ihre jeweils persönlich schlimmste Erinnerung kämpfen. Und das ist ein ziemlich krasser Kampf. Jiros Kater Rago, der Mononoke aus dem ersten Band, der mit Jiro verschmolzen ist, ist natürlich auch wieder mit dabei. Aber Mononoke, was sind das überhaupt? Zu diesem Thema habe ich mir heute eine Expertin eingeladen. Caroline arbeitet bei uns im Approval und sie hat auch sehr viele Jahre in Japan gelebt und für einen japanischen Manga-Verlag gearbeitet. Sie spricht auch Japanisch, was die Kommunikation zwischen uns und dem japanischen Lizenzgeber sehr vereinfacht. Und sie wird euch jetzt was über Mononoke erzählen. Hallo, ich bin Caroline und ich arbeite hier bei Kase im Approval. Also, was sind Mononoke? Ich denke mal, ich habe bestimmt schon mal von den Begriffen Yokai oder Kami gehört. Und Mononoke sicherlich auch, denn die kommen ja alle so in Manga und Anime durchaus mal vor als Begriffe. Aber was ist denn nun eigentlich der Unterschied? Also grundsätzlich ist halt das Wort Yokai so der Überbegriff für alles, was man an übernatürlichen Phänomenen und Erscheinungen und Ereignissen in Japan sozusagen findet, was sozusagen nicht mit den Naturgesetzen oder mit der Physik erklärbar ist. Das kann ein Yokai sein. Und in Japan teilt man Yokai so ein bisschen auch in Kategorien ein, also zum Beispiel menschliche Yokai oder tierische Yokai oder auch Dinge oder Naturphänomene können Yokai sein. Das ist also recht breit gefächert. Hier kommen wir zu der Stelle, was ist denn der Unterschied zu Mononoke? So einen großen Unterschied gibt es manchmal gar nicht, denn Mononoke ist einfach nur ein altes Wort für Yokai, was schon in der Heian-Zeit benutzt wurde. Das ist also so das 7. Jahrhundert in Japan, wo die Leute, das kennt ihr bestimmt, mit den 10 Lagen von Kimono rumgelaufen sind und die ganz langen Haare hatten und diese runden Augenbrauen und die anderen haben sie sich abrasiert und dann haben sie sich noch schön die Zähne schwarz gemalt. Das war die Heian-Zeit. Und in dieser Zeit hat man so, das hatte so ein bisschen die Idee von Flüchen auch oder Krankheiten, also Dinge, die zum Beispiel Menschen oder Tiere oder Dinge besessen haben, das waren Mononoke. Und es ist aber nicht unbedingt so, dass ein Yokai oder ein Mononoke etwas Negatives sein muss. Es gibt zum Beispiel auch gute Yokai, aber wenn zum Beispiel einem Yokai oder dann eben einem bestimmten Gegenstand oder einem Tier, in dem so ein Geist innewohnt, ein Unrecht getan wird, kann das auch schnell mal zu einem Rachegeist werden. Und für diese Rachegeister wird heutzutage eher der Begriff Mononoke verwendet. Also Mononoke sind, wenn man es irgendwie beschreiben möchte oder unterscheiden möchte, eher so die starken, ein bisschen gruseligeren, ungeheuerlichen Geister, die zum Beispiel wie Dago in Black Torch eben auch alle möglichen Kräfte haben und gegeneinander kämpfen können oder zum Beispiel auch jemandem eine Krankheit aufhalsen oder einen Fluch oder ja, die auch mal ein bisschen gefährlicher werden können. Dann habe ich vorhin noch das Wort Kami erwähnt, einfach nur der Vollständigkeit halber, denn das Wort Kami ist sozusagen, das sind die Gottheiten oder die Götter in der japanischen Shinto-Religion. Auch hier kann wieder ein Kami
allen möglichen innewohnen. Es kann ein Kami vom Fluss XY geben, dann gibt es den Kami von der Straßenecke im 7. Bezirk oder es gibt eben den Kami im Park um die Ecke. Also allen Dingen wohnt quasi eine Seele inne und das ist dann sozusagen der Kami. Und der sollte halt respektiert werden und nicht verärgert werden. Man sollte also zum Beispiel, ursprünglich war es ja hauptsächlich die Natur, die hat nicht unbedingt Straßenecken damals. Alle diese Seelen, die den Dingen und den Menschen und der Natur und den Tieren innewohnen, sollten respektiert werden und nicht verärgert werden. Sonst könnten sie, wie man eben zum Beispiel ungefähr ab der Heian-Zeit das auch beschrieb, zu einem Mononoke werden und einen eben krank machen oder sich rächen. Danke, liebe Caroline. Jetzt habt ihr sicher einiges über Mononoke gelernt und könnt bei der nächsten Gelegenheit mit eurem neuen Fachwissen angeben. Ich möchte euch auch nochmal an unsere Meme-Aktion erinnern, unsere Black Torch Fan-Aktion, bei der ihr Memes aus den Bänden von Black Torch verwenden könnt und eure eigenen Memes draus basteln könnt. Wir haben schon einige schöne Einsendungen von euch bekommen, aber das Gewinnspiel läuft noch bis Ende August, also sendet noch fleißig was ein. Alle weiteren Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter dem Reiter Black Torch und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Und wenn ihr noch mehr über Black Torch erfahren wollt, dann habt ihr hier eine Reihe von Videos und hier unseren Trailer, womit ihr noch mehr in die Geschichte einsteigen könnt.